Herzlich willkommen. Heute geht es in unserer Meditation um den Unterschied Wünsche und Bedürfnisse, wie du diese bei dir energetisch lösen kannst und auch darauf achtest, dass du deine Bedürfnisse zu 100% erfüllen kannst. Und ein Bedürfnis ist ja etwas, das mit dir gleich schwingt oder das deine Schwingung auf jeden Fall erhöht, das im Idealfall. Ja, es gibt natürlich dann so Selbstboykott-Programme, wo man dann sagt, okay, ich brauche eigentlich einen Leidensdruck oder etwas, das mir nicht so gut tut. Und da werden wir auch schauen, dass wir das rauslösen können. Und ja, also ich wünsche dir jetzt mal eine schöne Reise. Wir beginnen einmal, indem du bitte deine Augen schließt. Und mal tief einatmest und wieder ausatmest. Und tief einatmest und wieder ausatmest. Und zu Beginn dürfen sich nun im Körper gespeicherte Informationen, die deine Bedürfnisse durcheinander bringen, lösen. Also im Körper gespeicherte Informationen dürfen sich jetzt mal lösen, die deinen Bedürfnissen widersprechen. Und das wird von der geistigen Welt jetzt unterstützt, indem du dir vorstellst, dass ein goldenes Licht zu deinem Solarplexus scheint. Also das ist so Höhe deines Magens in etwa. Und da visualisierst du jetzt mal ein goldenes, strahlendes Licht. Und dieses Licht beginnt, negative Programmierungen zu lösen, die deine Bedürfnisse, deine natürlichen Bedürfnisse unterdrücken oder die deinen Bedürfnissen widersprechen. Alle Programme in deinen Organen, in deinem Körper dürfen nun gelöst werden und werden über dieses goldene Licht aus deinem Körpersystem hinaus gesaugt, abtransportiert und lösen und transformieren sich. Alle Programme, die in deinem Körper gespeichert sind, die deine Bedürfnisse verhindern oder die deine Bedürfnisse unterdrücken oder die deinen Bedürfnissen widersprechen, werden durch dieses Licht abgesaugt. Und spür mal ganz bewusst, wie viel Druck sich da lösen darf und wie viel durch dieses Licht einfach dein System verlässt. Und dieser Energiefluss fließt wirklich von deinen Zehenspitzen bis rauf zum Kopf. Und entfernt dort alle Blockaden, die deinen Bedürfnissen widersprechen oder die sie unterdrücken, die dich deine Bedürfnisse auf der körperlichen Ebene nicht leben lassen.
Was können so körperliche Bedürfnisse sein? Das kann natürlich das Bedürfnis sein nach Entspannung, aber auch das Bedürfnis nach Bewegung. Das Bedürfnis, ein auf deine Verhältnisse, deine körperlichen Bedürfnisse abgestimmte Ernährung. Das können natürlich auch Bedürfnisse sein, die das Nabelchakra, also deine Würde, deine Weiblichkeit, deine Sexualität betreffen. Oder natürlich auch die männliche Sexualität. Also jegliche Form von Stress wird nun über diesen Solarplexus abgesaugt. Und beobachte einfach diesen Energiefluss und das, was aus dir raus genommen wird, transformiert sich und steigt nach oben auf. Atme mal tief ein und wieder aus. Und während du immer ruhiger wirst und spürst, wie sich auch dein Innerstes entspannt, wie das abgesaugt wird, darf gleichzeitig in deinem Körper, in deinem Inneren dein Bedürfnis erwachen. Positive Bedürfnisse dürfen da jetzt erwachen. Und dürfen wieder wahrgenommen werden. Und wenn du diesen Bedürfnissen noch weiter folgst, das ist jetzt eine neue Qualität, die in dir erwacht, ein neues Licht, das in dir erwacht. Und wenn du dieser Qualität, diesem Licht folgst, dann spürst du, dass diese Bedürfnisse in Übereinstimmung mit deinen seelischen Bedürfnissen schwingen. Also deine inkarnierte Energie aktiviert auch im Körperlichen deine Bedürfnisse. Und über diesen Gleichklang kommst du einen Schritt tiefer. Also deine körperlichen Bedürfnisse werden weiter aktiviert und alles, was das verhindert, wird weiter gereinigt. Und du gehst mit deinem Bewusstsein einen Schritt tiefer in deine energetische, in deine seelische Ebene hinein. Und da ist das oberste und einzige Bedürfnis der Kontakt zu deinem Ursprungslicht. Im innersten Kern sehnt sich deine Seele nach dem Kontakt zu deinem Ursprungslicht. Und diese Verbindung wird nun auch wiederhergestellt, wird dir wieder bewusster, dass du ganz eins mit dem Ursprungslicht bist.
Und alle anderen Wünsche und Bedürfnisse kommen dir kindisch vor. Wenn du mit deinem innersten Licht auf Seelenebene verbunden bist, jegliche Streiterei, jegliches Hoffen und Bangen, alles kommt dir vor wie in einem schlechten Theaterstück oder einer schlechten Fernsehserie. Und all das Durcheinander, all dieses Hoffen und Bangen, all dieses Auf und Ab, alles, was deinen seelischen, innersten Bedürfnissen widerspricht, wird nun transformiert und gereinigt. Und du spürst automatisch auch die Hoffnungslosigkeit, die Verzweiflung von diesen Bedürfnissen. Dort, wo sich Energie staut, wo du gegen verschlossene Türen läufst, entsteht Hitze, entsteht Wut, entsteht Kampf, entsteht Entzündung. Und genau diese Energie wird nun gereinigt. Und du erlaubst dir, dass diese aufgestaute, blockierte Energie gewandelt wird in Inspiration, in Leichtigkeit, in Heilung, in Liebe. In Energien, die dich nähren, dich erden, und die dich erfüllen. Und wenn Bewegung, Fortschritt dein Ziel ist, dann kannst du diese Energie auch für Fortschritt, für Bewegung, für Weiterkommen nutzen. Dann bringt sie dich auch weiter. Also deine innere Intelligenz erlaubt dir, deine Energie so zu kanalisieren, dass du Schritt für Schritt Wege immer weitergehen kannst und in den Fluss kommst. Und du spürst jetzt, dass dein Feld in Bewegung kommt. Du spürst, dass du nach vorne gehst. Und du spürst auch gleichzeitig einen positiven Fokus. Da fallen so viele Sehnsüchte, Wünsche einfach weg, sondern du bist auf der energetischen Spur deiner Bedürfnisse. Und spür mal, wie da ganz vieles von dir abfällt. Noch einmal, künstlich geweckte Wünsche und Bedürfnisse fallen von dir ab. Du spürst Freiheit, Frieden und Transformation.
Du spürst eine tiefe Reinigung und die Energie des Neubeginns. Und in dieser Bewegung merkst du, wirst du in dir klarer. Und dein Kontakt zu deinem höheren Selbst, zu deiner höchsten Qualität wird automatisch hergestellt. Und du spürst, dass du Schöpferin und Schöpfer deiner Welt bist, deiner Realität, und Meisterin und Meister in deinem Leben. Es gibt keine Beeinflussung von außen. Es gibt nur deinen Weg, deine Bedürfnisse, für die du sorgst, für die du auch die 100%ige Verantwortung übernimmst, und dadurch fallen Wünsche von dir ab, aber auch die Verantwortung für die Bedürfnisse von anderen. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie du dich erdest, wie du klarer wirst. Und du versprichst dir hier und heute, deine Bedürfnisse zu 100% umzusetzen, dir treu zu sein und dich nicht von Wünschen und Nebensächlichkeiten ablenken zu lassen. Du atmest tief ein und wieder aus. Und bleibst jetzt in dieser Energie. Und erlaubst dir, in deinem vollen Potenzial, ins Hier und Jetzt, in deine Zeit, in deinen Raum zurückzukehren. Und du spürst wirklich die Energie, die fließt. Du spürst, dass du in Bewegung bist. Und du atmest jetzt nochmal tief ein und wieder aus. Bedankst dich bei der geistigen Welt schließt jetzt alle Türen, alle Prozesse, bedankst dich bei dem goldenen Licht, bedankst dich bei deinem Inneren, bewegst deinen Körper und kommst dann ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Fühl nochmal nach und dann öffne deine Augen
und komm ganz in diesen Raum, in diese Zeit zurück. Spürst du den Unterschied? Was hat sich denn bei dir getan, wenn du mal so diese ganzen Nebengeräusche ausschalten kannst und dich wirklich auf dich konzentrierst? Ich bin gespannt auf deine Erfahrungen, schreib es mir gerne in die Kommentare. Lass mir einen Daumen hoch da, teile das Video, abonniere meinen Kanal und ich freue mich natürlich, wenn wir uns wiedersehen. Liebe Grüße aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Erini. Tschüss und bis nächstes Mal.